Dieses Gewaltpotenzial, was wir uns aus muslimischen Staaten, aus islamisch geprägten Staaten, was wir uns hier reinholen, was wir in den Kriminalitätsstatistiken sehen, die Erodierung der inneren Sicherheit und jetzt auch der äußeren Sicherheit, das ist eine Politik, die wir und die ich persönlich als zutiefst verantwortungslos empfinden. Und das spüren auch die Menschen, die hier wirklich wie freiwillig rumlaufen, vor allen Dingen die Frauen, und diesen gewaltaffinen Männergruppen dann auch überlassen werden, die hier ungebremst in unser Land reingelassen werden. Wenn Sie mich fragen, muss es ein Moratorium geben, ein sofortiger Zuzugstopp von den Menschen aus diesen Staaten. Wir haben zu viele Menschen bei uns und das kriegen sie sozial nicht mehr abgefedert und sie kriegen es vor allen Dingen auch mit den Spannungsfeldern bezüglich der inneren Sicherheit, sie kriegen das nicht mehr abgepuffert. Und darum braucht es einen sofortigen Politikwechsel und nicht nur Lippenbekenntnisse, nämlich das sind wir der deutschen Bevölkerung schuldig.